Hallihallo, Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terrain 2. So, ich schubse das Ding hier mal gerade weg. Einfach mal, um zu gucken, was hier genau Sache ist. Wenn wir also hier eine Kiste draufstellen, dann kommt von oben immer Neues. Und hier, das Ding bewegt sich nicht. Wenn wir das jetzt hier aber reinlegen, dann geht es... es dauert, aber es explodiert irgendwann. Gut, ich nehme jetzt einfach mal an, tatsächlich, dass wir hier einfach drüber springen können. So, hat auch funktioniert. Wow. Den Erfahrungsbubbel, den lasse ich jetzt mal einfach da, wo er ist. Hallo? Hallo? Okay, er nimmt irgendwie Schaden. Also er macht zumindest Geräusche, als würde er Schaden kriegen. Bewegt sich aber nicht mehr. Was ist hier gerade los? Okay, jetzt ist er auf jeden Fall kaputt. Das war mal, glaube ich, ein ganz fieser Bug. Aber gut. Kann man jetzt auch nicht dran drehen. So, was habe ich jetzt getan? Ich weiß es nicht. Es dreht sich langsamer. Ich habe keine Ahnung. Sollte mal schnell hier durch vielleicht, ne? So. Anstatt mir da irgendwelche Gedanken zu machen. Da geht's gar nicht weiter. Hilfe. Feuer. Ist das fies hier. Müssen wir uns jetzt hier irgendwie wieder hocharbeiten? Achso, das macht ja jetzt wahrscheinlich. Das Feuer macht jetzt wahrscheinlich wieder hier die Kiste kaputt, ne? Nee, doch nicht. Müssen wir da hoch? Ach! Jetzt sehe ich das erst, dass hier so ein ist. So ein Blasebalg. Achso. Tja, nun, das ist jetzt aber ein bisschen doof. Wie kommen wir denn jetzt da ganz geschickt und ganz schnell nach oben? Und überhaupt und sowieso. Lass meine Kiste in Ruhe. Tu ihr nichts. Na? Oh, oh. Oh nein, ey, noch so ein Vogel hat mir jetzt gerade gefehlt. Nein, der macht dir einfach alles kaputt. Wo ist er denn? Freund? Ich sehe dich. Ja, ja. Ich sehe dich. Ich treffe dich bloß nicht. Doch, ich treffe dich, aber du möchtest keinen Schaden nehmen. Hm, verdammte Axt. Oh, ach so, jetzt ist der Hebel hier. Okay. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. So, jetzt habe ich dem hier schön mit dem Hämmerchen 1 auf die 12 gegeben, aber ich glaube, das hat nicht viel gebracht. Jetzt steckt er da unten fest. Also, was ist denn da los bei dem Spiel? Das gibt's ja nicht. Ach, der kann durchs Feuer rennen. Na gut, ja, es ist ja auch okay. Ist ja auch so ein Feuervogel, ne? So ein Feuer... wie nennt man das? So ein feuerresistenter Typ. So. Ach, Mann. Wisst ihr, was wir jetzt mal probieren, um da hochzukommen? Ich versuche, auf das Ding einfach drauf zu springen. Auf das Rad da. Da kann man sich auch dranhangeln, sehe ich gerade. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht... unseren Hintern verglühen. Oh, es tut mir leid. So, ja. Wirklich, es tut mir wirklich leid. Bei ihr tut es mir am allermeisten leid. Die mag ich nämlich am liebsten. So, aber die kommt da nicht rüber, ne? Tja. Können wir das Ding stoppen? Theoretisch. Indem wir hier... Nee. So nicht. Eine ganz große Kiste. Nee, die geht gar nicht größer. Und dann hier so eine Planke. Nee. Bringt alles nichts. Wir könnten versuchen, auf der anderen Seite eine Planke anzubringen. Ja. Da oben.
dass die so ein bisschen rausragt, wo wir dann drauf springen können. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir da so eine Art kleinen Vorsprung haben. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich was bringt. Wahahaha, Obacht, Obacht, Obacht. Nee, das bringt leider nichts. Können wir das noch ein bisschen weiter nach links machen? Aber ich glaube, dann gibt's. Ah, nee, doch nicht. So, nochmal Schwung holen. Und hepp. Oh, nee, 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 das klappt so hinten und vorne nicht. Ich gehe nochmal gerade zurück, um hier ein bisschen Leben wieder zurückzugeben. Ich warte jetzt nochmal gerade den, genau hier den Lavastrom ab. So. Weil bei meinem Talent wäre ich dann wieder vollends da reingesprungen. Ach, guck mal, wir können. Ja. Ich wollte gerade sagen, oh, guck mal, wir haben noch Zeit, um wieder zurückzugehen. Mhm. Ja, ja, ja. Also, das Problem an der Sache ist ja, selbst wenn wir hier in den Luftstrom springen, bringt uns das nicht wirklich weiter, weil wir ja von hier aus nicht springen können. Ne? Also, die fällt halt einfach dann wieder runter. Das ist das Problem an der Sache. So, ich wollte jetzt gerade mal zur Stabilität noch eine Kiste dahinstellen. Ich glaube aber, dass das irgendwie alles nichts bringt. So, die Kiste sollte das eigentlich oben halten. Versteht ihr, wie ich das meine? Theoretisch mal wieder ein Meisterwerk praktisch. Voll für den Arsch. So. Kommt, ich probiere das jetzt einfach nochmal. Nee, das ist. Nee, 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 nee. Ich glaube nicht, dass das geht. Das ist viel zu nah dran irgendwie. Viel zu weit weg irgendwie. Nee. Da hatten wir das gerade schon näher gehabt und hat es auch nicht funktioniert. Ach, wie mich das schon wieder ankotzt. Andere Taktik wäre, mit ihr hier ganz schnell hoch. Das ist, glaube ich, schon, haben wir schon zu viel Zeit verschwendet. Ihm hier eine Kiste machen. Auf die Kiste und dann oben hin. Okay, wunderbar, passt. So, ach, der trifft mich von da oben, der kleine Sauhund. Alles klar. Du kleiner Drecksack. So, jetzt bist du aber vereist. Und jetzt bist du hinüber. Der magische Welt hat ein Menschenkönigreich weit im Westen erreicht. Sie haben eine Menge fette Schweine und leckere Schafe. Nie wieder Schnecken. Wir verstecken uns im Wald, greifen im Dunkeln an und klauen alle ihre Schweine. Und ihre Kuchen. Und ihre Kuchen, ihr Bier und ihre Frauen. Unser Bier? Na klar, Pontius. Das Einzige, woran du denken kannst, ist an das Bier. So. So, geh mal weg da. So. Oh, oh, oh. Okay, da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Das hier können wir bewegen. Oh, nee, das hier können wir bewegen. Oh nein, wir müssen da schon wieder so ein Dingsbums lösen. Offensichtlich. Geh mal da hoch, wenn das klappt. Prima, prächtig, okay. So, wenn wir das jetzt hier wegnehmen, passiert dann irgendwas? Oder können wir hier das Feuer irgendwie umleiten? Das wäre natürlich schick, wenn man das machen kann. So. Ja, super, das bringt's bestimmt. Das hängt hier an Ketten. Wie geil ist denn das bitte? Lass mich das drehen. Lass mich das drehen. Drehe dich, drehe dich. Na los. Na los. Ja, 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 ja. Eine schwere Geburt. Aber es geht auch irgendwie gar nicht. So wie ich mir das gerade denke. Hm. Wieso geht das in die Richtung, aber in diese Richtung nicht? Hallo. Na. Aha. Och Mann, du blödes Teil. Mann, das nervt. Na los.
Menschenskinder. So. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ob wir das in diese Richtung leiten müssen oder nicht oder wie auch immer. Ich springe jetzt hier einfach mal drauf. Was auch immer mir das bringt. Nichts, nichts, nichts. Außer Schmerzen. Außer Schmerzen bringt mir das gar nichts. Geh nochmal da hoch. Kommst du da hoch? Jawohl. Wenn wir jetzt einfach das Ganze andersrum probieren, indem wir das dahin machen und das dahin und dann fließt das da rein. Dann kommt das hinter uns wieder raus und hoffentlich kippt nicht auf uns drauf. Hoffentlich kippt es nicht auf uns drauf, Menschenskinder. Ist das schwer. So, können wir da drüber springen? Ja, können wir. Wir sollten uns dabei nur nicht allzu blöd anstellen. So, jetzt müssen wir warten, bis das Teil wieder zurückkommt. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Lalala. Das ist natürlich sehr spannend gerade, aber das ist gut, dass sich das Teil auch nicht zu schnell bewegt. Weil sonst, wenn es hier so... Da würde ich ja bekloppt bei werden. So. Auf ein neues. Wir können natürlich versuchen, das mit ihm hier... Wenn wir hier ankommen, mal gerade irgendwie woanders hin zu buxieren. So, und dann springen wir hier schnell rüber. Eieiei, und haben da das nächste Problem. Ah, nee. Schade, dass da jetzt gerade kein Checkpoint war. Achso, das war vielleicht ein bisschen blöd gewesen, da schon drauf zu springen. Genau, weil das nämlich einmal komplett bis nach unten geht. So, oha, falsche Richtung. Dahin, 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 dahin. Müssen wir uns hier irgendwie vor 3000 Sachen in Acht nehmen. Ja, geile Sache das. Ach, da oben, das können wir wieder umleiten. Theoretisch, aber unser Freund ist halt gerade nicht da. Können wir eigentlich... Nee, das wollte ich so nicht probieren. Hier können wir auch drauf, ne? Ja. Na, so wunderbar. Ich dachte, wir können hier drauf. Auf das Ding. Auf das, also nicht auf das, nicht auf das hier, sondern auf die... Ja. Ihr wisst schon. Ich glaube aber, das wird jetzt nichts. Wir werden höchstwahrscheinlich sterben. Ja. Ja, ja, komm. Passt schon. Dann müssen wir jetzt diesen ganzen Kladderadatsch nochmal von vorne machen. Aber das erste Hindernis haben wir ja dann schon einigermaßen hinbekommen. So. Und bei dem anderen müssen wir uns, glaube ich, gleich noch ein bisschen Zeit lassen, um auch das Feuer vielleicht ein bisschen anders zu legen. Weil ich habe nämlich auch da unten links hier nämlich ein, genau, so ein Röhrchen gesehen hier. Ist da noch eins? Nee. Und da oben war auch noch irgendwo eins. Das ist natürlich nur die Frage, wie kommen wir da oben hin, ne? Ohne hier von diesem blöden Ding erschlagen zu werden. Kann man das nicht einfach ruhig stellen? Irgendwie? Ja, mehr oder weniger, ne? Also es pendelt immer noch so ein bisschen hin und her. Aber gut, das soll uns ja nicht weiter stören. So. Hier wieder sowas. Und hier wieder sowas, aber das ist, glaube ich, nicht gerade sehr förderlich. Weil das ja dann irgendwie ganz viel rumspuckt. Dann machen wir das nochmal weg oder tun es mal hier hin. Nee. Bringt alles nichts. Mal das hier so machen. Und sprudelt es nur so ganz bisschen. Vielleicht reicht das ja schon. Nee, oh Gott, das sprudelt ja furchtbar. Da kommt... Nee, nee, nee. Ach, da unten kommt es ja dann auch noch raus. Ach, herrje. Nee, nee, nee. Gut, dass ich das nicht ausprobiert habe. Das wäre eine ganz schön doofe Idee gewesen. Jetzt kommt es da von allen Seiten irgendwie raus. Das haben wir jetzt nur noch schlimmer gemacht, anstatt besser. Was ist
Ding lässt sich aber auch nicht so gut drehen. Da bin ich jetzt schon wieder irgendwie überfragt. Wenn wir das hier so machen. Das Gefühl, da fehlt irgendwie noch ein Teil. Das kann ja hier irgendwie nicht alles sein. So geht's ja dann nach unten, nicht? Unten und nach oben. Und so geht's nach unten und an die Seite. Ja, großartig. Oh, irgendwie ist mein Schädel gerade total voll. Mit Nonsens. So, wir haben jetzt hier wieder zwei Punkte zu vergeben. Ich kaufe mal die Feuerpfeile. Wie können wir denn jetzt zwischen Feuerpfeil und Eispfeil? Okay, Feuerbogen sieht dann so aus, alles klar. Ich probiere jetzt gerade mal auch dieses Ding hier ruhig zu stellen. Das geht sogar. Einigermaßen. Da haben wir auch wieder so ein Ding. Ja, Manu, ich habe nicht gesehen, dass das... Nein! Oh, verdammt. Mist. Ich habe nicht gesehen, dass das... Ärgert mich das gerade. So, ich gehe gerade zurück, um den Pontius... nicht den Pontius, den Amadeus wieder zu beleben. So. Jetzt aber... Ah, das ist schon wieder hier so eine Strecke. Die hat es wirklich in sich. So, einmal schnell hinspringen. Wunderbar, da ist er ja wieder. Sehr schön. Das freut mich immer, wenn meine drei Helden alle am Leben sind. Denn man braucht sie ja auch wirklich nun mal alle, ne? Mal ist der gut, mal ist der gut. Dann brauchen wir wieder den. Aber so soll es ja auch sein. Keiner ist hier überflüssig. Nur beim Kämpfen kann der Amadeus nichts. Aber das... Ja... Dafür macht er ja andere tolle Dinge, ne? Muss man ja auch mal so sagen. So, können wir das da oben verkanten irgendwie? Das wäre lustig. Ach, Mann. Wenn wir das hier oben mit dem Ding verkanten könnten. Aber ich glaube, das geht nicht. Nee, man kann das hier nicht irgendwie nach oben machen, offenbar. Dann können wir das hier aber auf jeden Fall versuchen, wieder ruhig zu stellen. Und das da oben müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen mit dem, mit dem blöden Rohr. Doch nicht. Aber das wird dann wieder angetrieben hier. Mann, ey. Ach, wie mich das ärgert, wenn ich das nicht hinkriege, ne? Weil das schon wieder so ein blödes Teil ist, was glaube ich total einfach ist eigentlich mit dem Umleiten und so weiter. Aber irgendwie bin ich da zu blöd für. Ich weiß es auch nicht. Ach, Mann. Da kommt es dann wieder doppelt und dreifach und überall und sowieso. Übersehe ich irgendetwas? Sehe ich irgendwo noch irgendwo? Also übersehe ich hier irgendwie noch irgendwo so ein Teil, was mir helfen sollte, wo man so einen Stopfen drauf machen kann? Irgendwas in der Art. Das gibt's nicht. Man sieht aber auch sehr wenig hier in der Lava. Das kann ich wohl feststellen. Mann, dass ich das Teil da unten gesehen habe, das war auch mehr Glück als Verstand. Nein. Okay, so, ja. Kann ja sich hier mit der... Naja, nee, auch nicht so wirklich, ne? Ich dachte, er kann sich vielleicht mit dem Schild behelfen, aber... So richtig kann er das auch nicht. Oh, Mann. Also irgendwie... Wenn man das da dran macht, dann kommt es hier und da raus. Das Ding kann man hier irgendwie auch nicht vernünftig drehen. Das ist auch nervtötend. So, nö, das will irgendwie nicht. Ich hätte ja jetzt noch eine Idee. Ach Gott, nein. Ich hätte noch eine Idee, die kann ich aber gerade nicht umsetzen, weil sich das Ding da irgendwie kaum bewegt. So, wo haben wir denn jetzt hier die Plattform? Da kommt sie angefahren.
Das dauert wieder ewig und 3 Tage. Macht das Spaß? So, oder ich nehme einfach so ein Ding hier mit. Von hier drüben, weil das kann mir ja jetzt eigentlich egal sein. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sterben sollten und wir müssen dann wieder von hier anfangen, muss man dann hier wieder alles zusammenbauen. Das ist dann natürlich auch Käse, ne? Und bei meiner Schusseligkeit passiert es dann tatsächlich auch, dass... Ach, die sind ja auch festgekettet. Das geht ja auch gar nicht. Die sind ja festgekettet. So. Das ist mir übrigens auch hier alles ein bisschen zu nah. So. So, ich würde es gerne lieber so rumhaben. So. Mein guter Amadeus. Können wir nicht probieren, dass du das hier mal so weiter nach hinten drehst? Warum geht das nicht? Ich hätte so gerne umgedreht hier, dieses blöde Ding. Noch ein Stück eigentlich, aber es geht einfach nicht. Ach, Mann. So, das kann ich nochmal versuchen hier zu beruhigen. Und das da hinten auch, wenn es gleich wieder zurückkommt. Das ist aber, das da hinten ist nicht so einfach zu beruhigen wie das hier vorne. Mann. Das ist so richtig doof. Das ist so richtig doof mit dem blöden Feuer. Ach Mann, oh, das ärgert mich total, dass ich da jetzt hier so ewig lange für brauche. Obwohl das offensichtlich wieder ganz, ganz leicht ist. Weil so offensichtlich kann es ja auch nicht leicht sein, ne? Sonst hätte ich es ja schon gelöst. Aber vielleicht stehe ich auch wieder einfach nur auf dem Schlauch. Ihr habt wahrscheinlich wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen vor der Stirn. Und denkt euch, oh Mann, Schei. Was tust du nur? Warum tust du es? Und warum probierst du es nicht einfach so und so? Mhm. Ach Mann, das ärgert mich so sehr. Wo ist die Plattform? Gott sei Dank kommt sie da gerade. Ich glaube, ohne Pontius schaffen wir das nämlich auch nicht, weil der eigentlich mit seinem Scheißschild die blöde Lava ganz gut aufhalten könnte. Theoretisch. Aber wenn man zu blöd ist, um über so ein doofes Ding da zu springen, dann ist das natürlich alles ein bisschen doof. Ach, Mann. Ärgert mich das. Ich bin gewillt, die Aufnahme zu unterbrechen tatsächlich. Und dann so ein bisschen rumzufriemeln oder beziehungsweise euch dann, ja, das vorzuspulen quasi, damit das hier jetzt nicht noch ewig und 3 Tage dauert. Ich probiere jetzt nochmal und dann werde ich mir nochmal irgendwie eine andere Taktik überlegen. Um das dann hier irgendwie hinzubiegen. Oder auch nicht. Oder wie auch immer. Komm, mach dich mal fort. So. Also dieses scheiß Ding, was man hier irgendwie kaum drehen kann, das geht einem richtig auf den Keks. So. Das hat man, glaube ich, auch schon, diese Taktik, ne? Gut, ihr Lieben, ich unterbreche mal gerade und werde nochmal gucken, ob ich das hier irgendwie gebacken kriege. Ansonsten werde ich nachschauen. Ich wünsche euch jetzt erst einmal einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.